Es wird wieder gezaubert, meine Freunde. Nochmal drei weitere hier. Ich glaube, es müssen noch mehr sein, oder? Es müssen noch viel, viel mehr sein, wa? Komm, wir machen jetzt mal aus allen hier, machen wir jetzt einfach die Kackblumen da, Leute. Damit wir da echt keine Probleme haben. Ich mache auch später nochmal ein paar Seeds. Guck mal, Leute, hier. Wie ich hier am Craften bin, Alter. Oh, Junge, das läuft aber hier. So, guck mal, wie viel Mana jetzt drin ist. Guck mal, das läuft doch schon mal ganz gut eigentlich. Doch, das Ding schießt auf jeden Fall schneller als vorher. Definitiv, Leute. Das ist keine Frage. Gut, wenn ich jetzt die Pure Daisy habe, wie mache ich dann weiter? Also, wenn ich jetzt hier angefangen habe, quasi eine Menge Mana zu erstellen, dann läuft das hier. So, Endoflame funktioniert, ja. So, wie machen wir jetzt weiter? Du brauchst ein Mana-Pad. Wie mache ich das? Ich muss erstmal Mana-Powder erstellen, hat er mir gesagt. Wie mache ich Mana-Powder, Leute? Der entsteht durch Gunpowder im Ding. Alles klar, Gunpowder haben wir zu Genüge. Wenn ich da jetzt einfach Gunpowder reinschmeiße in den Mana-Pool. Wir müssen jetzt noch einmal töten. Jetzt haben wir Mana-Powder, Leute. Was kann ich mit dem Mana-Powder machen? Lass uns checken. Was können wir tun? Rummer Fandrill, hör auf dich mal vorzustellen, du Asozialer. Mach mehr Manas better. Meint ihr, Leute? Dann machen wir uns da mal ran, Leute. Brauchst neue Kohle, machen wir. LOL! Was denn? Tu mal irgendwas in den Furnace rein. Was du, irgendwas, keine Ahnung, irgendwas. Und Instant. Ja. What? Alles klar, das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Weg da, Romatra. Ah, das bist gar nicht du, das ist Herobrine unter mir. Dicker, Herobrine hat mein Holz geklaut. Leute, Herobrine ist hier. Oh mein Gott, Herobrine, gib mein Holz zurück. Hallo? Alter. Junge, der kleine der wollte mein Holz stehlen. Dachte mal, Herobrine war überstark. Richtiges Opfer einfach. Kann man einfach wegmachen. So ein Loser, Junge. Komm, ein Mana-Spreader ist noch drin, oder? Machen wir noch. Ich brauche einen Atomic-Rekonstrukteur. So, Leute, dann machen wir jetzt nochmal ganz kurz diesen Mana-Seed. Und nochmal ein paar Blümchen hier hin. Nee, ich höre, viele Blumen sind ja wichtig, Leute. So, komm mal hier. Schöne Hase. Alter, zaubern, Leute. Zaubern ist so geil OP. Zaubern ist richtig insane. Macht richtig Bock, der Mod. Gucken, was ich da später alles mitmachen kann. Bestimmt zu übertrieben Schwerde starke Schwerter. Oder auch übertrieben Schwerde stärker. Man weiß es nicht. Kann beides sein, oder, Romadra? So, Leute, also jetzt Mana wird hier auf jeden Fall ordentlich produziert. Das ist kein Problem mehr. So, wenn wir jetzt genügend Mana haben, Leute, was tun wir dann? Das nächste, was wir uns bauen, ist natürlich, und das sollte man wissen, ist das der Open Crafter, Leute, aus Livingwood. Das muss man wissen. Wenn man sich mit dem Mod auseinandergesetzt hat, so wie ich, dann weiß man das. Damit können wir, ne? Ich erzähl's euch noch nicht, aber es ist krass. Das ist klar. So, Leute, ich weiß nicht, was ich mit der Open Credits machen kann. Das finde ich jetzt raus. Ich habe sie gemacht. Ah, damit kann man es automatisieren. Das ist ja süß. Das machen wir, Leute. Das machen wir. Pressure Plate da rein und auf geht der Hase. Dann können wir nämlich Mana automatisieren auf ganz easy. So, guck mal hier, Leute. Und jetzt klatsche ich hier oben einfach das rein. Und immer wenn es ein Kohle droppt, nutzt es das und droppt es wieder automatisch. Seht ihr, Leute? Guck mal hier. Bam. Und das machen wir auf der anderen Seite jetzt auch nochmal. Dann haben wir schon mal die Mana-Farm automatisiert quasi. Dann können wir da oben endlos viel Kohle reinlagern. Und können dann mal schön AFK gehen, wenn wir da 3-4 Stacks Kohle drüber machen. Ich kann ja sogar noch eine Kiste über den Hopper machen, wa? Und dann läuft das, Leute. Also das ist geil. Das ist ein geiles Design. Finde ich cool. Eine sehr geile Geschichte. Geiles Design, Leute. Guck mal hier. Zack. Funktioniert jetzt hier genauso. Kohle wird verbraucht irgendwann. Und dann kommt direkt ein neues Stück Kohle. Ist geil. Kohlehuhn über den Hopper. Leute. Das ist natürlich krass. Das habe ich nicht bedacht. Lass mal ganz kurz checken. Cold Chicken, Digga. Flint Chicken und Lock Chicken. Flint Chicken haben wir meines Wissens nicht mehr, glaube ich. Aber Flint Chicken war relativ simpel machbar. Lock Chicken. Stimmt, bei den drei kommt keine Kohle hier an. Dann mache ich die gleiche Konstruktion nochmal. Ich kümmere mich gleich noch um Kohle und Leute. Da kommen oben noch OP-Kohlehühner drauf. Und dann läuft der Hase. So. Diamanten 70, Leute. Guck mal, Romatra, wie meine Diafarm mir durchprescht. Ich möchte es nur mal erwähnt haben, ja? Ich will nicht flexen oder so, Romatra, ne? Brauchst mir auch gar nicht antworten, du Asozialer. Revi, Hilfe. Was denn? Ich hab mich verlaufen. Wie verlaufen? Bist du dumm, Alter? Das ist Skyworld. Kannst du mal ganz kurz in Nether kommen? Ich hab's komplett verschissen, Alter, Revi. Ich bin so stuck, Alter. Ich war noch nie so stuck in meinem Leben. Leute, das ist auf jeden Fall eine geile Mana-Produktion, die wir haben. Das funktioniert. So, Manas dir Monokel. Ist ja. Guck mal, Leute, jetzt habe ich hier das Monokel an. Und was habe ich jetzt davon? Schau eine Pflanze an. Okay, ich schaue mir jetzt eine Pflanze an. Ah, okay, ich sehe jetzt hier, wie viel das produziert. Okay, das ist interessant, das ist geil. Das ist natürlich cool. Das macht Sinn und das ist schön. Und das brauchen wir sicherlich für später nochmal. Cool, okay. Ja, ich mache mir erstmal das Mana-Tablet, Leute, glaube ich.
Living Rock und eine Mana Pearl. Okay, macht Sinn. Okay, denkbar einfach der Mod, aber auch denkbar geil. Geiler Mod, wirklich. Oder ein Mana Diamond oder was machen wir? Oder ein Mana Pearl? Ich glaube, wir haben mehr Ender Pearls als Diamanten. Dann nutzen wir natürlich den. 8000 Ender Pearls haben wir, Alter. Soll ich nicht mal die ganzen Ender Pearl schicken, da komplett durch Diamant schicken, replacen? Doch, mach das mal. So, wenn ich den jetzt reinwerfe, dann kann ich jetzt hier. Und das lädt jetzt den Ring auf. Ich sehe es, Leute. Es lädt jetzt gerade den Ring auf. Und jetzt lädt sich der Ring auf, Leute. Wie lange dauert das? Oh, ich merke schon. Okay, der Mana-Pool wird gerade leer gesackt. Der ist ja schon voll, der Ring. Okay, ist doch schon voll. Gut, den Ring habe ich jetzt wieder an. Was kann ich jetzt als nächstes machen, Leute? Was wäre jetzt eine logische Schlussfolgerung zu machen? So ein geiler, schon mal so ein kleiner Zauberspruch. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen was. Terra-Schwert ist OP. Terra-Schwert. Da muss ich aber Terra-Stil für machen, ne? Was Terra-Schwert macht? 7 Attack-Damage ist da ultra-wack. Mhm. Okay, erstmal Botan. Ah, okay. Mana Pearl, Mana Diamond. Okay, Leute, ich mache mir jetzt mal einen Terra Steel Ingot. Just for the flex, okay? Just for the flex, Leute. Ich guck mal ganz kurz, wie stark das ist, dann schieße ich damit Romatra ab. Ey. Was denn? Living Rock, Terrestrial Algromation, Alter. Boah, Leute, okay. Das heißt, diese Konstruktionen muss ich erstmal bauen. Living Rock, Lapis Lazuli und Terrestrial. Alter. Alter. Boah, jetzt muss ich die ganzen Runen noch machen. Okay, Leute. Okay, ich sehe schon. Wir müssen unsere Insel ein wenig vergrößern. Aber okay, wir machen das, Leute. Machen wir uns hier vorne doch erstmal einen ganz entspannten Runic-Altar. So. Mit den Runen kann ich dann den Algomethric Table machen und damit kann ich dann das Terrorblade machen, was ich dann nutzen kann, um Mana auf meine Gegner zu schießen. Haben wir Carpets. Ich befürchte einfach mal, dass irgendein Random mal Carpets gemacht hat. Das ist richtig. Federn haben wir 3000. Das ist auch geil von den Hühnern. Und Strings müssten wir auch genügend haben von der Mobfarm. Und ich sag's euch, Leute, 137 hinten in der Mobfarm sind auch nochmal welche. Ich muss die Mobfarm, by the way, mal hiermit verbinden. So, und dann schmeißen wir das jetzt alles da drauf. Oder wie? Okay. Einmal, zweimal, dreimal. Nicht getroffen. War schlecht. Und den Teppich. Und auf geht's. Und auf geht's. So, was ist das Problem, Leute? Warum klappt das jetzt nicht? Weil das nicht genug Mana hat. Okay, jetzt schießt es da drauf. Und ich sehe gerade, wie die Mana-Vase sich füllt. Okay, Leute, wir haben es heraus. Wir haben es herausgefunden. Ist das ein geiler Mod, oder? So, wir haben gleich unsere erste Rune, Leute. Wir haben gleich die erste Rune. Guck mal hier. Boom. Leute, wir haben unsere ersten Runen gemacht. Geil. Herr Romana, ich bin gerade so im Zauberfilm, ne? Bin ehrlich, Digga, ich steige mit dem Mod richtig durch. Das hatte ich noch nie so. Ich dachte mal, was ist nee früher, Alter, Paluten, du Autist, Junge. Man muss ja ultra kompliziert sein. Wieso tust du dir das an? Es ist ja maximal easy. Ich hab nur. So, zweite Rune ist fertig, Leute. Zweite Runde von 5 steht. Auf geht's, weiter. Alter, ich bin der OP-Zauberer, wirklich. Also ich gehe in eine OP rein und verzauber den Patienten. Das bin ich. Okay. Boom, nächste Runde steht, Leute. Auf geht's, weiter. Oh, Achtung, Romatra. Zauber, Achtung. Achtung, jetzt geht's los. Ich muss oben drauf werfen. Und Achtung. Alter, wie sieht das Boom. Denn aus? Zauberei. Zauberei. Magic Shit, Alter. So, gleich, haben wir schon das Schwert, Leute. Ich mach Romatra auch so ein Schwert, Leute. Dem Ehrenbruder. Wasser, Erde, Mana, Luft, Feuer. Da habe ich ihn doch. Ah ja, guck mal hier. So, jetzt habe ich hier 2 Sparks, Leute. Einer kommt über den Pool oder was? Also quasi einer hier hin und einer dann hier hin. Und jetzt kriege ich Mana daraus. Mana mit Terra-Stil. Achtung, Leute. Großes Ritual. Es geht los hier. Es wird mal wieder gezaubert. Und frag nicht den Sonnenschein, Leute. Achtung. Jetzt kommt's, das OP-Schwert. Das gottverdammte OP-Schwert wird gegrindet, Leute. Es dauert ein bisschen, ne? Alle jetzt Prime in den Chat, Leute. Cool, Leute, pass auf, ich mach's mal ganz so, ich geh kurz pissen und dann bin ich gleich wieder da. Großes Ritual gerade im Laufen. Muss unglaublich dringend pinkeln. Hier, bitteschön. Alter. Leute, jetzt aber. Warum ist hier nichts passiert? Der Mana-Spreader ist leer. So, jetzt läuft's doch. Ach, der hat keine Kohle mehr. Oh, Martha, wir brauchen dringend mehr Kohle, ne? Oho, ja, ich habe gerade eine Kohlepflanze angemacht. Du kannst mal hinten hinfliegen und dir anschauen. Die müsste eigentlich schon laufen. Oh, für einen Terra-Stil, Leute, braucht so viel. Also für einen Terra-Stil braucht so viel Mana. Soll ich den Ring kurz entladen, Leute? Was sagt ihr? Könnte ich ja theoretisch machen. Okay, ich mach's. Boah, jetzt ballert das aber hier durch, Digga. Böse aber. Alter, wir haben einen Terra-Stil. Geil. Wir haben's, Leute, wir haben's. Junge, das ist aber echt crazy Angelegenheit, du, Digga. Ey, wie lange das dauert, Leute. Okay, Leute, ich mach mich an die Termelli. Pass auf, können wir nämlich machen, weil wir davon nämlich alles haben. Und dann braucht die Lava und generiert dann mit der Lava, wie ich es verstehe, also Mana, okay. Ich habe jetzt hier eine Termelli-Flower. Das ist eine Blume, die macht mit Lava, macht die Mana, ja? Lava macht die Mana, ja. So, wie können wir unendlich viel Lava generieren?
Das kann ich dir easy bauen. Warte mal kurz. Ich mache zwar verschiedene Mana-Quellen, um da zu testen, was so die beste ist, weil Holz weg, Holz weg, Holz weg. Was für Holz weg? Was meint ihr? Ach, das Holz hier unten. Ja, das Holz hier unten. Ist jetzt safe, Leute, ja, ne? Wenn ich jetzt hier Lava reintue. Guck mal, hast du jetzt, warte mal, ist das Lava-Block auf Holz? Ei. Monka, Okay, jetzt können wir das Ritual eigentlich wagen, Leute, und das nächste Mana-Stil produzieren, wenn ich das richtig sehe. Dit, dit und dit. Achso, der macht es. Dann sollte der Mana-Pool ja leer gesaugt werden und jetzt hier nochmal einen Terra-Stil machen, oder? Ist richtig. Warten wir ganz kurz. Aber ich finde, es sieht... Zwei Terra-Stil haben wir schon. Okay, das hat ja cool funktioniert. Das Schwert mache ich noch nicht. Wir machen erstmal noch ganz kurz die Seeds. Wann placed denn das immer, das Zeug? Ein Block sind genau 1000 oder wie ist das? Ja, genau. Circa. Und der hat jetzt 5 Minuten Cooldown für diese Scheiße, die es jetzt gemacht hat, für einmal hier reinrotzen. 45 Sekunden meine ich, ne? Nicht 50. Leute, ich mache mir noch ganz kurz die hier. Die Rune of Mana haben wir doch noch einmal. Gibt es die nur einmal, die Rune of Mana? Ist das so ein Ding, das man nur einmal bekommt? Dann kann ich damit nämlich diese XP-Dinger machen. Vielleicht ist die auch noch OP, weil wir haben hier vorne, guck mal hier, Leute, wenn wir gleich mal die Wither-Skeleton-Farm nochmal kurz anschmeißen, das wäre doch easy, Romadra, oder? XP habe ich nämlich genug. Ja, mach ich schon mal an, dass ich schon mal XP fand. So, und weil die hier gleich jetzt, weil die wird nämlich gleich mal so einen richtig geilen so einen Full-OP-Schuss abgeben. So, Leute, die Ark of Arcana. Probier jetzt einfach mal ein bisschen rum hier. Wir haben ja noch einen Mana-Spreader. Hier, den stelle ich jetzt einfach mal. Wenn ich den hier hinstelle, sollte es eigentlich funktionieren, wenn ich sage, du von hier nach da. So, und die geht hin und nimmt mir die XP weg. Guck mal hier. Die saugt mich quasi einmal komplett leer. Ballert aber ordentlich rein. Hast du die Wizard Farm schon an, Bro? Achso, nee, die habe ich vergessen anzumachen. Kann ich mal gucken, wie effizient das ist, Leute. Ja, das ist schon krass. Guck mal. Das geht schon ziemlich gut, Leute. Guck mal. Das saugt mir die kompletten XP weg. Ist aber extrem geil eigentlich. Kekimerus-Pflanze. Was ist denn die Kekimerus-Pflanze? Die gibt's doch gar nicht, Alter. Laber doch. Kekimerus, Junge. Du laberst mich hier voll. Die gibt's hier nicht. Guck mal hier, das sind alle, die es gibt. Kekimerus, lul. Was macht die? Die braucht Kuchen? Mit Kuchen? Die Spreader sind zu langsam, ne? Meine ich nämlich auch. Wie geht der Advanced Mana Spreader? Pulse Mana Spreader. Ja, Elven Mana Spreader. Dreamwood. Gaia Mana Spreader. Gaia Spirit. Da muss ich erstmal Gaia verlegen. Wie kriege ich Dreamwood? Da muss ich erstmal mit Elfen an Portal anfangen und sowas. Macht der Pulse Spreader, ist der schon besser, Leute? Ist der Pulse Spreader schon ein besser oder nicht? Oder kann man den einfach. Jetzt. Nein, Romatra. Was kann ich jetzt dafür? Was passiert? Leute? Hä? Bruder, die war überteuer, Mann, du Opfer. Ja, was kann ich denn dafür? Du hast da einfach Lava draufgesetzt mit Rechtsklick, nein, du Bot. Ich hab keine Lava auf die Pflanze gesetzt. Siehst, was ich mein? Okay, noch ein Terra-Stil ist da. Wollen wir das probieren? Drei Terra-Stil, was möchtest du machen? Unten drunter die Blöcke abbauen und dann fließt das. Guck mal, Revi, wenn wir es so machen, dann wird die Lava zwar auf der Höhe geplaced von der Blume, aber fließt nach unten und spült deswegen die Blume nicht weg. Das ist eine Pisse, ist das mit dieser Pflanze, Alter. Das bringt nichts. Die dumme Sau, Alter. Leute, der Spreader und die Pflanze sind verbunden. Ihr seht das da. Die hat dieses Symbol da drauf, dieses Ja. Ihr seht das hier, Leute. Ihr seht das hier. Die ist verbunden schon die ganze Zeit. Diese Pisspflanze made your nix. Ich hasse die. Ich kann die nicht leiden. Okay, gleich haben wir es, Romadra. Sau hässlich. Ist nicht hässlich, Leute. Das ist eine schöne Insel hier. Das wird unsere Production-Insel und hinten kommt unsere Hausinsel hin, wo alles geil ist. Wartet ab. Also diese Blume hier ist super ineffizient, Leute. Sorry. So, weiter, Romadra. Ich mach ganz kurz das eine Mana-Terra-Stil noch. Weg da. Was macht das denn jetzt? Alter, wie crazy das alles ist. Witzig. Crazy, Alter. Schön. Da ist es. Oh, Romadra. So, 4 Terra-Stil brauchst du. Komm her. Es müsste eigentlich alles vorhanden sein. Boom, ich hab's hier. Bitteschön. Pflanz mal an den Bruder und guck mal, wie schnell die sind. Ja. Digga, wir haben 900 Diamonds mittlerweile, Romadra, ne? Just saying. Das hier. Ah ja, XP-Tab. So, wenn ich den Bratan jetzt hier dran mache, dann kann ich jetzt... Lull. Lull. Ich habe gerade einen Gamechanger gemacht. Ultra geil. Danke, Chat, aber ihr seid trotzdem raus. Quietschender Wasserhahn bringt uns das Leben, Alter. Und schraubt mir hier den Wasserhahn auf, stell ich daneben. Lull. Voll geil, oder? Das ist tatsächlich voll geil. Geil, Alter. Ist ja ultra schnell das Ding. Geil. Hat sich richtig gelohnt, das Invest, Leute. Okay, jetzt mache ich mein Mana-Schwert und dann werde ich damit Romadra töten. Joke. Alter. Naja. Sag mal, wie OP das ist. Ich will das jetzt sehen. Ja, warte, ich muss erstmal ganz kurz meinen Habibski hier. Mann, Alter. Oh, was? Lull. Aber es macht gar keinen Damage. Echt nicht? Nee, ich habe nicht ein Leben verloren. Ist es ultra wack? Ja, warte mal, es kann doch sein, dass diese Rüstung, diese Premium-Rüstung einfach echt OP ist. Mach mal ganz was weg, das Ding, die Rüstung.
Doch, das ist stark. Das Alter, ist stark. Alter, Junge. Das ist, hör auf. We got that goddamn OP sword. Ja, okay, Romatra, pass auf, ich traue dieser billigen Pflanze hier nicht, sie soll verbrennen. Lass mal hier vorne bitte alles wieder abbauen. Alles wieder abbauen? Auch wenn es belastend ist, es macht keinen Sinn. Ich traue dieser Pisspflanze nicht, Leute. Kekimus-Pflanze, Leute. Okay, für Kekimus-Pflanze muss ich aber diese Elfenportal-Geschichte machen. Und das, Leute, das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal, weil schon gut ist hier dran. Ja, Leute, wir haben ein OP-Schwert gemacht, immerhin. Mega stark, mega geil. Terra-Steel-Produktion läuft auf einem anderen Level. Okay, Leute, nice. Wir haben auf jeden Fall ein OP-Schwert gemacht, was shooten kann. Er macht also meine Rüstung machst mir gar nicht. Ja, ich weiß, aber für Trimax reicht's, Dicker. Das stimmt. Kannst du mir auch so eins machen? Das sieht geil aus. Kann ich später auch machen, ja. Dann schmeiße ich jetzt nochmal ganz kurz hier meinen hässlichen Kackring rein, Alter. So, der ist auch fast voll, der Bruder. Wir haben jetzt die Möglichkeit, ganze Piss hier zu farmen. So fanden die dieses Ding, dass das gibt. Gut, Leute. Okay, cool.